Moin und herzlich willkommen zurück zu GeoGuessr, wo wir in der Europäischen Union wieder unterwegs sind. Wir hatten in der vorherigen Folge die erste Runde unseres neuen Spiels und jetzt kommt Runde 2 von 5. Irgendwo in der Europäischen Union. Und das sieht schon mal weniger nach Deutschland aus. Schauen wir mal. Also erstmal sieht es etwas, ja, südeuropäisch, osteuropäisch aus. So mein erster Gedanke. Also wenn ich mich, Moment, anhand des ersten Bildes schon festlegen müsste, das kann ich ja mal versuchen. Was schließe ich aus dem ersten Bild, was wir hier sehen? Da kann ich schon mal nichts lesen. Da kann ich auch nicht wirklich was sehen. Aber mein erster Gedanke ist, vielleicht sind wir ja in Rumänien zum Beispiel. Ich war ja auch mal in Rumänien und da hatten die das auch so bei den Ortschaften, dass hier diese grünen Streifen mit wilder Wiese hatte zwischen Straße und den Häusern. Also das sieht schon mal ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an Rumänien. Das schließe ich einfach nur aus dem ersten Bild, was ich hier gesehen habe. Aber wir schauen jetzt mal weiter. Ist die Frage, in welche Richtung wollen wir uns bewegen? Ich schaue erstmal nach Stellen, wo wir was sehen können. Ja, wir sind eindeutig in Rumänien, ja. Strujesht, natural, locuiesht, das ist rumänisch. Kulemne. Kuptorul. Moment, Kuptor war, glaube ich, ein Ofen oder sowas. Ku heißt mit und Lemne war Holz oder was? Holzofen? Glaube ich, Pizzeria Holzofen. Kann sein, dass das Pizzeria Holzofen heißt. Also Kuptor, ne? Ul ist, heißt sowas wie der. Das hängt man hinten dran im Rumänischen. Kuptor ist dann Ofen. Kuptorul, der Ofen und so, ja, genau. Also kann ich auch ein bisschen erklären. Garantie, Ski, Montage. Ski heißt und. Also Garantie und Montage oder was? Naja, wie auch immer. Das hilft uns jetzt aber nicht weiter, was wir hier sehen. Ich könnte jetzt ganz viele Sachen vorlesen, aber das ändert eigentlich nichts daran. Wir sind in Rumänien, das weiß ich. Und das habe ich jetzt schon vermutet, ohne irgendeinen Schriftzug gesehen zu haben, der auf einen Schluss auf so eine Sprache zulässt. So, aber jetzt kommt die große Herausforderung, wo in Rumänien sind wir? Das weiß ich jetzt halt noch nicht. Hier war was. Moment. Vulkanisare Geometrie Roti, keine Ahnung, Equilibrare Roti, also das T mit Strich unten drunter ist ein Z. Mechanike, also das A mit dem Bogen oben drüber ist ein Ö. Ushore, das S mit dem Haken oder Strich, je nachdem, sieht man beides, ist ein Sch. Skimp, Ulei, Ulei ist Öl, Filtre, ja, werden dann wohl Filter sein. Also Skimp heißt wechseln. Ja, naja gut. Wie gesagt, ich kann jetzt jede Menge Sachen übersetzen. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Wenn die Sachen keine Auskunft über den Ort geben. Ach, guck mal hier, Lightning McQueen ist auch da. Das ist aber schön. Der hat seine eigene Werkstatt hier anscheinend. Ich wusste gar nicht, dass der sich nach Rumänien abgesetzt hat. So, mobile Templare. Das ist auch so ein cooler Buchstabe hier, das A mit dem Dach oben drüber. Das ist ein Ö. Das gibt es, glaube ich, im Türkischen auch, meine ich. Im Russischen gibt es, glaube ich, so einen ähnlichen Laut. Und das gibt es auch als I. Das kommt dann auf die Wortposition im Wort an. Als Wortanfang und Wortende ist es ein I mit Dach und im Wortinneren ist es ein A mit Dach. Aber der Sound ist der gleiche, es ist so ein Ö. Aber wie gesagt, das hilft uns gerade nicht wirklich weiter. Ja, deswegen suche ich irgendwie nach Hinweisen, wo das denn sein könnte. Steht hier nochmal irgendwas? Nicht wirklich, nicht wirklich. Ja, also hier haben wir einen Bus. Letztes Mal haben die Busse ganz gute Hinweise gegeben, wo wir uns befinden. Bei denen bin ich mir jetzt nicht so sicher, das sieht nach einem Reisebus aus. Vielleicht nicht ganz so gut. Brlad Romania. Ist auf jeden Fall ein rumänischer Bus. Aber sonst steht hier nichts drauf, ne? Och
Man kann auch mal näher ran, wenn man möchte. Aber ja, der bietet auch nicht viele Hinweise so an sich. Da sitzt jemand neben dem LKW. Keine Ahnung, was die da machen. Pause oder was? Tja, wo kann man denn jetzt Hinweise herkriegen? Hier sind ziemlich viele LKW und so. Hier steht noch was. Aber was auch, das sind alles so Werkstätten, Schrottplätze oder was weiß ich nicht, was das alles ist. Hier kann man wohl irgendwas kaufen oder so, keine Ahnung. Rumänien sieht häufig so runtergekommen aus, ne? Ist krass. Das ist auch die Europäische Union. Das ist schon ein krasser Kontrast. Also Rumänien ist schon wie eine andere Welt, wenn man das mit Deutschland vergleicht, würde ich sagen. Ich war ja auch dort, wie gesagt. Das war schon interessant. Ich weiß noch, als ich in diesem, das was ich krass fand, als ich in diesem Bahnhof in Sibiu, Hermannstadt war, der irgendwie auch so, keine Ahnung, der wirkte auch sehr runtergekommen mit ziemlich alten Zügen und so, und dann sind wir einfach da über die Gleise spaziert, weil wir da durch wollten. War halt so wenig los. Konnte man einfach so machen. Züge, wenn da Züge fahren, sind die sowieso extrem langsam. Das war schon interessant. Ja. Ach, guck mal hier, das Nummernschild wurde nicht unkenntlich gemacht. So, wie hier steht VS. Also, bei Nummernschildern in Rumänien hat man das so, dass man auch die ersten zwei Buchstaben drücken den Kreis aus in Rumänien. Wir können schon mal hier gehen nach Rumänien. Sind die Kreise eingezeichnet? Hier so mehr oder weniger. VS. Jetzt muss ich überlegen, was VS war. Ich wusste das mal auswendig. Das könnte Vaslui sein. Das war auch mein erster Gedanke. Vielleicht sind wir hier in dieser Ecke. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Stehen hier die Kreisnamen irgendwie drüber? Sieht nicht so aus. Nee, die stehen nicht drüber, die Kreisnamen. Jetzt habe ich die natürlich mich mit denen schon eine Weile nicht mehr beschäftigt. Aber ich tippe mal darauf, auf Vaslui. Das wäre hier. Kurz vor Moldawien. Das wäre jetzt so ein Tipp. Wegen dem VS. Ich glaube, VS war Vaslui. Hier ist auch nochmal VS. Hier sieht man auch nochmal das Nummernschild. Interessant, dass die nicht unkenntlich gemacht wurden. Hier auch nochmal VS. Also wir sind im Kreis VS. Und ich glaube, das ist Vaslui, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ja, das könnte sein. Dann wären wir schon mal da. Und hier kommen wir nicht mehr weiter. Da geht's nicht weiter. Na toll. Und da verstärkt uns jemand den Rückweg, weil jemand direkt hinter uns ist. Na toll, jetzt sitzen wir fest. Nee, Moment. Dann gehen wir in die andere Richtung. Konnten wir hier abbiegen? Ah ja, das geht aber. Nur hier ist halt so eine Wohnstraße oder so. Da kriegt man wahrscheinlich nicht so viele Hinweise. Hier sieht auch wieder, man sieht ziemlich viele Nummernschilder hier, die nicht unkenntlich gemacht wurden. Aber gut, die sagen halt irgendwann nichts mehr aus, weil wir wissen, dass wir in dem Kreis VS sind, von dem ich glaube, wie gesagt, das ist was Louis. Aber ich bin mir nicht sicher. Dann ist die Frage, findet man hier Straßennamen? Ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht genau, ob man hier, wie man hier in Rumänien am besten die Straßennamen findet. Ich war nämlich, als ich selbst in Rumänien war, war ich nie alleine unterwegs. Und wenn, dann hatte ich Google Maps da. Also, ich war so mehr oder weniger alleine, weil wir uns irgendwo getroffen haben oder sowas, was weiß ich. Aber dann bin ich mit Google Maps halt eingegangen. Und nicht mit nach Straßennamen, die ich hier so gesehen habe. Da hat man ja dann ein GPS an und dann... Ich sehe nämlich nicht hier irgendwo, ich sehe keine Straßennamen hier an den Straßen direkt. Das ist so ein bisschen das Problem.
das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht, woran ich es jetzt festmachen soll, wo wir genau sind. Das ist so ein bisschen das Problem. Abgesehen halt, wie gesagt, von Vaslui. Da ist ein alter Dacia, glaube ich, ist das? Krass. Ja, hier haben wir ungefähr angefangen, genau. Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Und hier ist so eine Kreuzung, ne? Eigentlich müssten hier irgendwo Straßennamen stehen, aber ich sehe keine. Nirgendwo. Ich sehe nirgendwo Straßennamen. Da guckt jemand nach dem Google Street View Auto. Doch, da steht was. Stimmt, das hatte ich vorhin auch schon gesehen. Aber ich kann es nicht lesen. Ah, hier. Ferrastrajelor. Strada. Das ist ein Strich oben drüber. Ich weiß nicht, was es genau für ein Zeichen ist. Ferrastrajelor. Aber was sagt uns das schon? Das ist halt eine Straße irgendwo. Und es ist ja nur eine Vermutung. Ich würde einfach mal auf die Stadt Vaslui tippen. Ist halt auch nicht so, sehr groß, wie man sieht. Hab so meine Zweifel, dass man das hier finden wird. Hier sieht man ziemlich viele Straßen, die Strada heißen, aber es liegt halt daran, dass halt, ne? Strada heißt halt Straße. Deswegen heißen sehr viele Straßen hier auch Strada. Und wir bräuchten die. Hier steht Fabrici, also die Fabrikstraße oder was? Bräuchten die Strada Ferrastrajelor oder so. Und ich weiß es ja noch nicht mal, ob wir wirklich in der Stadt Vaslui sind. Ist ja nur eine Vermutung. Deswegen kann ich ja eigentlich auch lange suchen und werde wahrscheinlich nichts finden. Ist Vaslui auch ein Fluss? Wusste ich nicht. Sieht zumindest so aus. Oder ist es eine Grenze? Das könnte auch eine Grenze sein, ich weiß es nicht genau. Nee, wird wahrscheinlich Fluss sein. Oder? Ja doch, das wird wahrscheinlich ein Fluss sein. Mit Kanälen oder was? Ich fliege da nicht so ganz durch gerade. Naja. Banca Transilvania. Das klingt auch sehr schön. Transsilvanien klingt immer so nach Vampiren, dabei ist einfach nur eine historische Region in Rumänien. Die hat politisch, glaube ich, heutzutage überhaupt nichts zu sagen. Weil Rumänien eben in diese, was weiß ich, wie viele Kreise eingeteilt ist. Es gibt ziemlich viele Kreise, ich weiß die Zahl gerade nicht auswendig. 20, 40, ich weiß es nicht mehr genau. Ne, müssen 40 mindestens sein, ich weiß es nicht genau. Bürlad. Guck an, das habe ich auch hier irgendwo gesehen. Bürlad. Das wird noch eine andere alte Schreibweise. Es gab vor nicht allzu langer Zeit, ich weiß nicht, vor ein paar Jahrzehnten oder so. Gut, ist vielleicht älter als ich, die Schreibreform. Aber vor ein paar Jahrzehnten gab es eine Rechtschreibreform in Rumänien. Denn davor durfte man diese I's mit Dach auch im Wort schreiben. Sieht man ja hier. Bürlad. Also mit dem I, mit dem Dach oben drüber, mitten im Wort. Ich habe eben gesagt, das gibt es eigentlich nur am Anfang des Wortes oder am Ende. Oder halt am Anfang des, wie sagt man? Man hat ja auch manchmal Wörter, die Wortbeginne in Worten. Also wenn man zusammengesetzte Wörter hat. Zum Beispiel, wenn ich sage, nehmen wir das deutsche Wort erleben. Ja, dann ist Leben eigentlich auch ein eigenes Wort. Und R hängt man halt davor. Und dann, wenn das Leben, das Wort Leben, wenn das im Rumänischen jetzt mit einem Ö anfangen würde, dann würde das auch mit einem I beginnen, auch wenn es im Wort steht. Sowas. Aber das ist in dem Fall ja nicht. Das ist ein Ortsname. Und hier in der alten Version, bis auf dem alten Schild, wird er noch mit I geschrieben mit Dach drauf. Und hier mittlerweile mit A mit dem Dach drauf, wegen der Rechtschreibreform. So, das heißt, wir sind wahrscheinlich in Brlad. So, jetzt können wir nochmal suchen nach dieser Straße. Strada Ferrastrajelor oder so.
Es würde halt eine kleine Straße sein. Das macht die Sache halt nicht gerade einfach. Aber wir sind mit hoher Wahrscheinlichkeit in Burland. Tipp ich mal. Und ich glaube nicht, dass ich die jetzt so einfach finden werde, diese Straße. Wenn hier Sona Gara. Heißt das, hier ist es bei dem Bahnhof in der Nähe vielleicht? Weiß ich nicht. Möglich wär's. Ich meine auch Gara würde Bahnhof heißen. Aber ja, ist halt auch nur so eine Vermutung. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das sonst noch dran festmachen würde. Aber hier stehen halt noch irgendwelche Sachen. Block D1. Ich weiß nicht genau, wie man das findet, was das zu sagen hat mit diesem Block. Aber gut, wir sind wohl in Burlad. Nicht nur in Vaslui, der Stadt. Stadt hier Taxi. Taxistation anscheinend. Ah ja. Hier haben wir eine Kreuzung. Steht hier noch was anderes? Strada. General Vasile Emilia, das kommt mir bekannt vor. Stand das hier irgendwo? Hier, Strada General Vasile Emilia. Ach, guck an. Und die, na gut, die Strada Mihai Eminescu. Ach, guck an. Dann sind wir wahrscheinlich hier in dieser Straße irgendwo. Wenn ich diese noch, die Strada Fessas Dreierlauf finden würde. Also die ist ja nicht so lang, die Straße, ne? Banca Transylvania habe ich vorhin auch gesehen. Ja, da geht die noch weiter, die Straße, und die Kurve. Hier ist so ein Kreisverkehr. Da heißt sie jetzt Strada Mihai Eminescu. Das heißt, da geht sie nicht mehr weiter. Und die Querstraße heißt Chosseaua. Tecuchului, irgendwie so, Boulevard de la Republici. Das heißt, wir müssen auf dieser Straße sein, eigentlich. Aber warum sehe ich dann dieser Strada Ferras Traielor nicht? Naja gut, ich guck mal weiter. Hier ist ja eine Kreuzung. Was haben wir denn hier? Ist hier der Bahnhof? Was ist das? Hier sind ziemlich viele Taxis. Oder Taxen oder wie auch immer, keine Ahnung. Stazia Taxi. Burlad, genau, hier steht es auch nochmal. Mit der heutigen Schreibweise, mit dem A und dem Dach drüber. Ja, hier ist eine Kreuzung. Schön. Also ich tippe mal darauf, dass hier dieser Bahnhof ist. So, hier, Burlad. Dann wird hier diese Straße, dieser Bogen sein. Wenn das so ist, dann müssten wir eigentlich nur zurückgehen hierhin. Dann sind wir von da gekommen. Und müssten da eigentlich nur zurück. Vulcanisare Auto. Das kommt mir auch so bekannt vor. Ich gehe mal wieder dahin zurück. Ich glaube nämlich, da war doch sowas in der Richtung. Moment, ich gehe mal zum Startpunkt. Return to Start, da stand doch irgendwie sowas. Hier haben wir Pizzeria Gupturuk Lemne. Irgendwo stand was mit Vulcanisare Auto. Das war doch in der Richtung irgendwo, oder? Vulcanisare, hier steht das doch. Ich weiß nicht, was Vulcanisare heißt, leider. Aber das könnte das ja sein. Guptorul Kulemne, guck an, das haben wir doch auch, da. Vulcanisare Auto, Guptorul Kulemne. Moment, gehen wir zum Start. Da ist dieses Guptorul Kulemne. Moment, haben wir da so eine Querstraße, die reingeht? Nee, eigentlich nicht. Gut, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Moment mal. Aber wir sind doch eigentlich nur diese Straße hier so lang gelaufen, ne? Lang gegangen. Und dann kamen wir irgendwann
in diese Seitenstraßen sind wir nicht rein. Wir sind einfach so direkt weiter, glaube ich. Und dann kamen wir irgendwann zum Bahnhof. Genau. Genau. Okay. Ja, dann kann das ja nur hier sein. Das heißt, wir haben hier diesen Kuptorul Kulemne. Da ist Vulkanisare Auto. Das war da hinten. Müssen wir eigentlich hier irgendwo sein. Dann ist das auch die Strada General Vasile Milea. Auch wenn das hier nicht steht, sondern... Ach doch, hier steht's auch. Boah, wieso habe ich denn da was anderes gelesen? Irgendwas mit Ferrastrajelord oder so. Finde ich hier halt nicht wieder, komischerweise. Aber ist ja eigentlich auch egal, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt hier richtig sind. Gut, dann würde ich mich festlegen. Hier ist Kuptorul-Dingenskirchen. Ein bisschen weg davon, ein bisschen daneben. Vielleicht vor dem nächsten Gebäude, hier vor diesem breiten Gebäude. Ja, ungefähr hier. Also, dann lege ich mich fest. Und wir geben mal unseren Guess ab. 9 Meter! Jawohl! Your guess was 9 Meter from the correct location. You earned 5000 Points. Sehr schön. Das zweite Mal 5000 Punkte in dieser Runde. Das ist schon mal sehr gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Schön, dass wir auch mal in Rumänien waren. Ich mag das Land ja sehr gerne, seitdem ich die Sprache gelernt habe und da war. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.